Yo Leute, Geitsch am Stissel und hier heute mal mein neues Video, diesmal mit Call of Duty im Hintergrund. Mein erster Versuch, Call of Duty aufzunehmen. Macht aber nichts, machst du nix. Ich mach mir erstmal ein Bierchen auf. So, ozapft ist. Mein erstes Call of Duty Video, ich muss dazu sagen, in dem Video war ich nicht mal gut. Da habe ich, glaube ich, eine beschissene KD. Oder eine 1-1er, eine 1er KD. Aber man muss dazu sagen, im Gegnerteam war ein Clan, bei mir im Team war auch ein Clan. Ich habe dazu alleine gespielt, spiel mal alleine gegen den Clan, wenn die sich absprechen, du alleine rumhüpfst wie so ein Spast. Macht aber nix. Ah, Bier. So, ich hoffe mal, dass das Video nicht ganz so dunkel geworden ist wie die hässlichen Minecraft-Videos, die in Zukunft trotzdem weiterhin kommen werden, weil das mit dem Call of Duty ohne Game Capture aufzunehmen, beziehungsweise da ein anständiges Video auf die Reihe zu kriegen, ist echt umständlich, muss ich mal behaupten. So, ich hoffe mal, dass das bald mal losgeht. Was haben wir da unten? 9 Sekunden, 8 Sekunden. Es wird Zeit, dass wir hier mal ein bisschen was sehen. Ein bisschen rumgeballert, ein bisschen rumgeding sind. Na gut, ich bin ein paar Mal richtig hässlich weggeholt worden. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon viel bessere Runden. In der Runde ist halt natürlich nichts bei rumgekommen. Die paar Kills, die ich habe, immer zu gestorben. War immer nur so eins. Ein Kill, ein Tod, ein Kill, ein Tod. Eigentlich langweilig bis zum Abwinken. So, und los geht's auf Riot. Die Map hasse ich ja sowieso wie die Pest. Ich hasse Riot. Da sind sie alle auf diesem scheiß Dach am Rumcampen. Den Spieß habe ich zwischendrin immer versucht umzudrehen. Bin natürlich nicht lange am Leben geblieben. Abgehoben. Das ist aber erstmal zweitens. So, dann wenn es mal losgehen würde, da könnte man vielleicht mal was erklären oder erzählen hier. Mir fällt nämlich gerade nicht ein. Ich komme nämlich gerade von der Arbeit. Spätschicht. So, dann lege ich mal los hier. Das ist natürlich Next-Generation-Konsole, ne? Die laden natürlich noch mal länger als die alten Konsolen. Das ist natürlich... Da ich erstmal versucht, eine Klasse zu finden, natürlich ewig gebraucht. Weil da habe ich, glaube ich, seit Tagen mal wieder Call of Duty gespielt. Davor halt, wie gesagt, immer nur Minecraft. Voll hängen geblieben auf diesem sinnlosen Spiel eigentlich, muss man dazu sagen. So, hier habe ich mal ein wenig rumgesucht und keinen gefunden. Und da dachte ich mir, hier muss doch einer kommen. Hier kommt immer einer. So, da hat schon der erste Spiel verlassen. Weil ich auch gedacht habe, nö, gegen einen Clan spiele ich nicht. Wollte ich auch erst nicht machen, aber dann dachte ich mir, jetzt nimm's auf. Also, mach's einfach. Haust raus, das Ding. Scheißegal, wie du spielst, wie scheiße du spielst. Weil, gibt auch andere, die nichts können. Da kann ich das wenigstens teilen. So, da haben wir geguckt und gekiekt und geschaut und da oben. Und da waren wieder schon die Kollegen am Start. Hier und da mal. Ich muss dazu sagen, ich bin halt kein großer Freund von diesem Rumgehüpfe bei dem Advanced Warfare. Ja, jedenfalls nicht auf der Map. Manche Maps gibt es da viel rum. Hier, da habe ich den zufälligerweise nachher doch noch gekillt. Ich habe einfach vergessen, vom Knopf runter zu gehen. Habe glücklicherweise noch erschossen. Den Lappen. Lappen! So, dann war hier irgendwas. Keine Ahnung. Schauen wir mal rum. Der jetzt ist ein cooler Kill hier. Ba, 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 bam, bam. Und der beamt sich rein. Und ich hüpfe natürlich rüber und mache nur noch weg den Lappen. Wie ihr Vater, den habe ich natürlich nicht gesehen, den Honk. Spaßt! Sowas hasse ich, wenn du die Gegner nicht siehst. Und das war bestimmt so ein Thermalvisier-Fritze oder weiß ich was. Ah, man muss zwischendrin auch mal trinken, bevor man verdurstet, ne? Hier hinten hasse ich immer, hier kommen immer. Aus allen Ecken kommen sie immer. Von oben, von unten, von links, von rechts und dies, das. Und da, ich bin mir aber da aber nicht ganz sicher gewesen. Hau da raus, einfach mal zugerannt, dies, das. Hier und da mal geguckt. Das Problem, ich muss jetzt sagen, dass ich bei dem Gameplay habe ich kaum oben auf die Map geklotzt, wo ich das sonst eigentlich öfter mache, dann sehe ich die Gegner nämlich früher. Macht da eigentlich auch mehr weg, aber man weiß auch nicht, warum ich da. Hier sieht man es ja. Halbe Stunde gebraucht, um den Kunden wegzuhauen, hier zu droppen sozusagen. Obwohl ich nicht schon viel früher hätte sehen müssen. Der genauso hier. Kacklappen. Aber wie schnell der mich droppt, gell? Tot. Ich schieße da eine Dreiviertelstunde auf die Gegner, bis sie verrecken. Wahnsinn. So, da haben wir hier dann rumgezoomt und mal geguckt. Da hatte ich irgendwas gehört oder weiß ich. Bla bla bla. Hier kommt gleich einer. Ich treffe ihn natürlich nicht. Super Aiming, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, ich habe ihn mir sogar noch geholt. Und meine Bauer, das gibt sich sicher. Da nehme ich die Fotze. Bab. Die habe ich diesmal genauso schnell gedroppt. Ha, weil man es kann. So, siehst du, da kommt wieder irgend so ein Affe von hinten. Du siehst die nicht. Juckt die nicht, Alter. Die machen es einfach so. Ba, ba, bam. Wieder tot. Obwohl ich den hätte kriegen müssen. Da habe ich jetzt wegen beschissen, da habe ich mich unsichtbar gemacht. Und habe mir gedacht, bupp, dich hole ich mir. Den Trottel ich natürlich nicht gekriegt. Und er holt mich noch weg. War auch wieder schlecht. Hätte ich eigentlich kriegen müssen.
Aber ist nun mal so. Ich muss dazu sagen, das ist die AK-12. Das ist eigentlich eine gute Waffe. Letztens habe ich gespielt mit der KF-5. Da hatte ich natürlich eine richtig gute Runde. Da bin ich aber, glaube ich, nachher 17 Kills habe ich da gemacht. Was grubelos, oder wie die Scheiße ist. Warte, sie. Putz, da oben, den habe ich mir noch fix geholt. Da war noch einer, habe ich gesehen. Ich wollte aber nicht nochmal hochhüpfen, weil ich ganz genau wusste, dann machst du wieder einen Arsch hoch. Muss nicht sein. So, dann haben wir hier gesetzt. Da war doch einer, oder? Naja, ein Kollege. Kollege. So, dann bin ich hier oben. Da habe ich nämlich einmal versucht, ein bisschen auf dem Scheißdach rumzukämpfen. Hat natürlich nicht lange angehalten. Da haben wir hier mal geguckt. Natürlich erstmal voll daneben gezielt, wenn da oben jetzt einer gestanden hätte, der mich schon wieder geholt. Wie gesagt, super Aiming und so. Hier vorne mal einfach mal eine Granate rausgehauen. War natürlich sehr geistreich, wenn ich auf dem Map nichts sehe. Obwohl sogar eine Drohne online ist. Da habe ich wen rum. Der Sniper hat ihn natürlich geholt, weil ich habe natürlich 3 Kilometer hinter dem Kunden rumgeballert, weil ich es einfach drauf habe. Da einmal mal gucken hier, nicht dass die Affen wieder von drüben kommen und dies, das. Und dann nochmal von da geguckt, sieht man ja vielleicht mal was. Kannst du natürlich knicken. So, hier rumgehüpft. Wollte ich halt auch mal ein bisschen auf dem Dach rumcampen, wie es die anderen auch immer machen. So, da kommt einer und ich schieße natürlich. Er landet genau vor mir und ich ziele erstmal nach links. Da werde ich mir eigentlich schon selber eine schießen müssen, ich Idiot. Die Dinger hasse ich genauso, die gehen mir ja sowas von auf den Sack. Scheiß System-Hack. Ich habe 2 Klassen, da habe ich die auch drin, damit ich den Gegner mal schön auf den Sack gehen kann. Brauchst du, glaube ich, 6 Kills für oder was? Mit der KF5 ist das keine Kunst. Hier auch wieder geil, wie ich die Granate in die Tür reinwerfen will und hause natürlich vor den Türrahmen. Der übelste Held. Noch hier wegen da rumgehüpft und hier mal. Dann da drinnen habe ich auch wieder was Cooles gerissen, glaube ich. War das hier schon? Ich denke ja, ich zünd mir so lange meine Zigarette an. Halt. So, den da oben habe ich fix weggemacht. Da hinter stand noch einer, der war aber nach dem Nachladen nicht mehr da, glaube ich. Nein, er ist weg. So, und dann bin ich hier rein und ich sehe den Gegner. Und pass auf jetzt. Pass auf, ziehst hier rein. Er kommt da rein gerannt, sieht mich nicht. Ich schieß dran vorbei und ich kriege ihn da einfach nicht. Und er dreht sich rum und droppt mich, Alter. So schlecht. Habt ihr schon mal sowas Schlechtes gesehen? Ich glaube kaum. Das geht einfach nicht. So, Granate ist raus. Und jetzt habe ich, glaube ich, nochmal so eine coole Aktion. Ich sehe den Gegner jetzt nochmal ganz kurz hier weiter rennen. Da war er, pup, und er droppt mich wieder. Augen auf im Straßenverkehr, sagt man immer. So, die Granaten werden wie immer einfach mal wahllos irgendwo hin platziert, irgendwo hingeworfen. Man kann ja aus Zufall mal einen treffen. Bei Black Ops hat es eigentlich meistens geklappt. Da hat die Collision. Die wollen schon wieder auf Arbeit. Die haben auch nichts drauf. So, dann gucken wir mal. Da hier mal kurz gewartet. Da hat sich irgendwas bewegt. Und da ich treffe den aber nicht. Wenn ich da oben gewesen wäre und hier unten hätte ein Gegner gestanden, der hätte mich natürlich wieder erwischt. Ist aber nicht so. So, umgesetzt. Ich glaube, hier oben habe ich jetzt noch einen weggeballert und der hat mich mit seiner scheiß Granate noch erledigt. Spoiler! Ich glaube, von rechts, da ist einer rumgejumpt. Da kommt, glaube ich, gleich noch einer von oben. Wieder nicht getroffen. Ich bin halt einfach ein super Schütze. Den habe ich aber noch geholt, den Wichser. Bam, und seine Granate hat mich gleich mitgenommen. Das war echt mies. Ich wollte aber nicht wegrennen, ich wollte den Kunden noch wegmachen. Da, der nächste. Und ich schieße über nicht drüber weg und er holt mich einfach. Das ist so der Kracher. Ich kann, weiß nicht, normalerweise mit der AK-12 habe ich auf Ghost schon einiges gerockt, aber ich weiß nicht. Auf anderen Maps gehe ich mit der eigentlich auch ab. Feindliche Drohne über uns. AK-12, also, na, da oben hockt ein Camper rum. Weiß nicht, was er macht. Der sucht seinen Euro oder telefoniert, keine Ahnung. Erstmal die Drohne rausgehauen. Die Drohne ist eigentlich saugut, da sehe ich die Gegner durch Wände und alles, aber hier war das Spiel schon vorbei und Ende Gelände. War natürlich keine sehr gute Runde, 10 zu 10 glaube ich, 10 Kills, 10 Drops. Das ist eine normale 1er KD. Naja, da habe ich wenigstens meinen Teil dazu beigetragen, aber besser als nichts, machst du nichts. Hier sieht man noch den letzten Kill, wieder so Thermalfotzen und damit sage ich, Wiederschauen, reingehauen.